Hallo Freunde, hallo Community. Ich könnte jetzt anfangen, mich eine Viertelstunde lang vorzustellen, wer ich bin, was ich so treibe, dass ich seit vielen Jahren eigentlich grundsätzlich sehr gerne mit der Polizei eng zusammenarbeite in Bezug auf Kommunikation, gemeinsames Miteinander, respektvoller Umgang und so weiter. Könnt ihr euch erzählen, dass ich seit 2 Jahren sehr eng mit dem TÜV zusammenarbeite, um einen Ratgeber irgendwie auf die Beine zu stellen, was der Tuner machen kann, wo die Grenzen sind, warum, wieso, weshalb. Aber da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Mein Anliegen ist ein ganz anderes, nämlich das, was da draußen auf unseren Straßen abgeht. Wir haben die Situation, du fährst mit einem Serienfahrzeug, seriennahen Fahrzeug oder auch getunten Fahrzeug durch die Gegend. Die Polizei hält dich an, verrichtet ihren Job, macht eine Kontrolle, stellt vielleicht fest oder vermutet zumindest, gehen wir mal von der Vermutung aus, dass dein Auto zu laut, zu tief, zu breit ist. So, dann geht es auf den Schlepper, dann geht es auf eine Prüfstelle. Dort ist ein Sachverständiger, der vielleicht nicht ganz so viel Bock auf Tuning hat. Der bestätigt dann so diesen ganzen Unmut der Polizei, meldet es der Zulassungsstelle. Die Zulassungsstelle erkennt, oh, grob fahrlässig und vorsätzlich getunt, voll illegal und Dritter Weltkrieg auf 4 Rädern. Alles super, alles fresh. Also entstempeln wir die Karre und wenn du deine Wiederzulassung erlangen möchtest, also sprich deine Betriebserlaubnis zurück möchtest, dann kannst du mal ganz gepflegten 21er machen. Kassierst vermutlich noch irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Punkte und ein paar Euro Bußgeld und alles ist super. So, jetzt denkt sich Tuner Kategorie A, kein Problem, melde ich meine Rechtsschutzversicherung, die nehmen den Laden auseinander. Die Rechtsschutzversicherung sagt aber, nee, läuft nicht, weil Vorsatz und grob fahrlässig steht im Bericht drin, also somit Ausschluss der Versicherung, steht in vielen Policen auch so drin, müsst ihr mal bitte ganz genau nachschauen. Und Kandidat Nummer 2 muss es aus eigener Tasche bezahlen, wenn er irgendwie rechtlich dagegen vorgehen will. Und genau hier kommen wir ins Spiel. Wir haben uns überlegt, dass wir einen kleinen angezweifelt Fonds, nenne ich es jetzt einfach mal, ins Leben rufen möchten, wo wir natürlich auf eure finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Warum wollen wir euer Geld? Was haben wir damit vor? Wir wollen uns damit tatsächlich nicht bereichern, sondern wir wollen mit den besten Verkehrsrechtsanwälten, die unser Land zu bieten hat, die ganzen Stories, die uns inzwischen schon zugespielt wurden, durchgehen, analysieren, aufarbeiten und entscheiden, wo sehen wir das meiste Potenzial, vor Gericht erfolgreich aus der Nummer rausgehen zu können, damit einfach auch Denkzettel verpasst werden. Wir wollen niemanden an den Karren fahren. Wir haben nichts gegen die Polizei und wir haben auch nichts gegen Sachverständige, die keinen Bock auf ihren Job haben. Das dürft ihr bitte nicht in den falschen Hals kriegen. Wir wollen einfach nur, dass diese polizeiliche Willkür und diese Aggressivität, wie uns inzwischen gegenübergetreten wird, dass die mal wieder ein bisschen runterfährt, also mal wieder so auf Normallevel. Wenn jemand Dreiecke aus dem Auspuff rausflext, das Auto zu tief legt, die Reifen abgefahren sind, die Beleuchtungsanlage irgendwie nicht richtig funktioniert, dann brauchen wir da nicht drüber quatschen. Aber dann sind es auch nicht immer lebensbedrohliche Mängel. Dann könnte man auch mal wieder die klassische Mängelkarte zücken, die aber völlig in Vergessenheit geraten ist. Also wenn du heute bei einer Kontrolle nach der Mängelkarte fragst, da kriegst du ja eine Ohrfeige. Du kriegst ja einfach nur dein Protokoll, Karre stillgelegt, kannst dir bei der TÜV-Prüfstelle XY am Montagmorgen dann abholen oder eben auch nicht. So, zurück zum Thema, wir wollen Spenden sammeln, kann man tatsächlich so sagen. Wir wollen mit diesem Geld, wie gesagt, mit den besten Anwälten dieses Landes zusammenarbeiten, Akteneinsichten anfordern und gemeinsam vor Gericht ziehen. Wir wollen Präzedenzfälle schaffen, wir wollen versuchen, ein Zeichen zu setzen. Und wenn wir ehrlich sind, Tuner, wir schimpfen uns zumindest immer als große Familie. Wir haben eine Millionen-Community im Nacken, die aber nur dann zusammensteht, wenn sie Bock drauf haben. Und ich appelliere einfach an euch, lasst uns gemeinsam, geschlossen als Tuner-Lobby gegen dieses Problem vorgehen, um einfach wieder entspannt und mit Spaß ins Auto einzusteigen. Weil aktuell ist es so, du hast keinen Bock, mit deiner Karre aus der Garage zu fahren, weil du ganz genau weißt, bei der nächsten Polizeikontrolle könntest du dran sein. Und das wollen wir natürlich irgendwie versuchen, nicht zu unterbinden, aber mal wieder in richtige Linie zu bringen. Das ist die Idee. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, wenn ihr wissen wollt, wie Abläufe geplant sind bei uns strategisch und so weiter, schreibt uns info@angezweifelt.com. Wenn ihr eine Story habt, wo ihr wirklich mit einem safen Auto stillgelegt wurdet, warum auch immer, und ihr die Dokumente dafür noch vorliegen habt und die Gutachten und die Gegengutachten und was es da eben so alles gibt, schreibt mir an info@angezweifelt.com. Wenn ihr in irgendeiner anderen Form unterstützen wollt, schreibt mir an info@angezweifelt.com. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann seht ihr unter diesem Video auf jeden Fall den Spendenlink. Wir wären euch zu Dank verpflichtet, wenn ihr einfach 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro. Es gibt Leute, die haben schon 50 Euro rübergeschoben, weil sie sagen, wir müssen da zusammen was tun. Wir sind für jeden Euro dankbar
Und jeder Euro wird nachvollziehbar sein. Der PayPal Money Pool ist soweit öffentlich, dass ihr den Betrag sehen könnt, der drin ist. Wir werden jeden Euro dokumentieren. Wir werden euch immer informieren, was mit dem Geld passiert. Wir werden euch Kostenaufstellungen übermitteln. Ihr könnt euch sicher sein, wir bereichern uns nicht an der Geschichte. Wir wollen gemeinsam für uns, für die Tuning-Szene, für uns Tuner einstehen und kämpfen, weil einer muss es machen und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht. Ich bedanke mich im Namen von mir und Thilo, meinem Kollegen, mit dem wir das zusammen hochziehen, und allen Supportern, die uns bisher unterstützt haben und hoffentlich noch weiter unterstützen werden. Wir werden für euch an die Front gehen, wir werden kämpfen und wir werden nicht kampflos untergehen. In diesem Sinne, peace out, ich bin raus, bis dann, ciao. Oh.